Hallo meine Rambas, schön, dass ihr auch heute mal wieder bei Let's Play World of Tanks dabei seid. Und zwar mit einem Replay vom T54E1 und Husky Games. Husky Games haben wir schon mal gesehen, die Woche im Foch 155, jetzt mit dem T54E1. Da ist wohl eine Präferenz da. Und wir hatten diese Woche wirklich so viele coole Replays, aber hier in diesem Replay hat einfach überwiegt, wie viel Kills er macht. Und dementsprechend ist das Replay of the Week. Wie gesagt, wir hatten so viele Replays die Woche, wo ich gesagt hätte, okay, tendenziell alle Replay of the Week würdig, aber aufgrund der Kills und des Endspurts, so wie es zumindest angekündigt ist, ist das hier das Replay of the Week. Jetzt schauen wir mal, was er treibt mit seinen Zugpartnern, einem AMX, einem T54E1 und einem Waffenträger. Der Waffenträger fährt ein bisschen weiter hinten, der 50-120 folgt er direkt nach und hier haben sie gleich ein bisschen Spaß mit einem gegnerischen T54. Auto-Aim, erster Hit daneben, zweiter Hit sitzt, dritter Hit daneben auf die Ketten und vierter, der macht ihn dann weg. Erster Kill. Ein paar kommen noch. Oh, Abpraller. 50-120 da. Ah, der Reload, gell? Dauert noch ein bisschen. 2 zu 3 für den Gegner. Da kommt der STA-2 ihm gleich vor die Flinte. Auto-Aim drin. Jetzt Manuell-Aim. Erster Treffer. Zweiter, da wollte er noch rammen. Da hat er schön zurückgesetzt, hat man gut gesehen. Dementsprechend hat er hier keinen Schaden von ihm bekommen. Gut mitgemacht. So, und da fährt er jetzt drauf, um zu unterstützen. Weil da ist dann doch ein bisschen was. Auto-Aim auf den 50-120 und auch direkt der Killshot. Und auf den IS-3 gibt es auch nochmal einen Hit. Ja, 4 zu 6. 2230 Damage. Bisher sehr effektiv dabei, 3 Kills zu machen. Ah, der fette Herr E-Schaden. Und jetzt will er hier seinen Zugpartner ein bisschen unterstützen. Deswegen wird hier flankiert. Sind jetzt auch noch wirklich am Cappen, die Jungs. Also eher ungewöhnlich. Deswegen muss er jetzt auch noch die cappen. Da ist er auch schon. Der MT25. Und hier wird er rausgenommen. Und wer steht dann da womöglich noch? Könnte LTTB sein. Der war da zuletzt in der Nähe gesehen worden. Da ist er auch tatsächlich. Und der weiß auch schon, was sein Stinken geschlagen hat. Auto-Aim hat da nicht geklappt. Aber mit dem manuellen, dann geht's dann doch. So, ein Schuss noch im Magazin. Jetzt ist Nachladen die Frage. Oder damit noch versuchen, was zu reißen. Scheinbar will er was reißen. Und jetzt hier, das könnte ein One-Shot sein. Ja, da kann er den rausnehmen. Leider wurde sein Zugmate auch rausgenommen. Den Krieger hat er schon mal klar gemacht. 9-13. Ja, jetzt wird er sich wohl Richtung US-6 dann doch orientieren. Oder auf den T-49, der hier gleich kommen wird. Der T-49, Gott sei Dank, drückt jetzt nicht rum, weil er denkt, oh ja, der macht mich sonst weg. Dass er hier im Reload ist, das weiß er natürlich nicht. Und jetzt hat er nachgeladen. Das heißt, jetzt könnte er. Dahinter ihm der Tiger 2. Hat er ordentlich Besuch. Ah, der prallt ab, das gibt's doch nicht. Und da, jetzt ist er weg. Und jetzt hat er hier das riesige Problem der Gegner um sich rum.
Deswegen drückt er jetzt auf den T49 drauf, um sich hier zu befreien. Hat seinen 8. Kill damit gerade gemacht, meine Damen und Herren. So, er ist jetzt wieder im Reload. Der IS-6 tendenziell. Für den hätte er 2 Schüsse gebraucht, aber der Reload, der ist jetzt notwendig gewesen. Muss jetzt aufpassen. Der kommt jetzt rum und... Ha! Da konnte er nochmal super ausweichen. Jetzt will er auf den Black Prince bzw. auf den Super Pershing draufdrücken. Ach, der Super Pershing ist auch noch voll. Kriegt hier den Abpraller. Sehr schön. So, und jetzt will er sich auf den IS-6 konzentrieren, sobald der hier rumkommt. Eine gute Idee, weil der IS-6, der wird sich natürlich denken, haha, den fahre ich jetzt in den Rücken. Aber denkst du? Der ging direkt, der Treffer. Oh, und da ist der Super Pershing. Jetzt muss er auf den IS-6 drauf. Und da auch noch der Black Prince. Erster Treffer. Zweiter, und der zerstört ihn. Und jetzt dauert das Ganze, bis er da hier... Jetzt steht er auch noch seitlich. Gott sei Dank verschießt der Super Pershing da jetzt gerade. So, jetzt kriegt er noch einen Hit. Eine saudoofe Situation. 10 Kills hat er schon auf der Uhr. Ah, jetzt hat er Gott sei Dank nochmal verschossen. Und jetzt... Die Schüsse müssen jetzt sitzen. Und er nimmt ihn raus. Nice. 11 Kills. 5.928 Schaden. Die GGs hageln so im Chat und das zu Recht. Ich glaube, das Replay of the Week war mehr als verdient ausgesprochen. Schön, dass ihr dabei wart. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen. Alles Gute und ähnlich gute Runden wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Ikaramba.